So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Letztes Mal hatten wir 2 Level von Morsel in einem Part und ich bin noch nicht in der Psychiatrie. Und jetzt spielen wir Super Serious Fishing Place von Neko Kappa. Habe ich noch nicht gehört, oder? Wer war Neko Kappa? Hatten wir Neko Kappa schon mal? Pokio. Nee, sagt mir nichts. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein Level von Neko Kappa haben. Pokio. Na dann, guck mal rein. So. Also Feder hatten wir eh bekommen, das heißt, es ist egal, dass wir schon eine haben. Das heißt, ich muss jetzt eh da hochfliegen. Okay. Oh nein! Ich muss da aber nicht durchfliegen, oder? Nur durchschweben. Ich bin fliegend da reingegangen. Das war der Fehler. Ich darf da nicht fliegen. Wait, aber wie komme ich denn da rein, ohne zu fliegen? Nee, wenn ich mich ganz normal drehend da rein bewege, dürfte doch nichts passieren. Oder? Wenn ich drehend in die Röhre gehe, müsste ich doch ganz normal hier rauskommen, ohne dass ich jetzt fliege. Ich fliege! Will das nicht, hör auf! Oh Gott, hör auf! Warum tust du das? Nein! Hui! Okay, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Das war gerade wild. Jetzt ist alles gut. Jo, was? Aber ich muss nicht die ganzen Fische killen, oder? Das wär schlecht. Das würde ich nicht schaffen. Dann müsste ich wahrscheinlich doch fliegen. Aber kann es sein, dass am Ende eine Abfrage kommt, die sagt, wie viele Fische ich gekillt habe? Nee, bitte nicht. Ich kann jetzt hier rum? Weil ich nutze gerade die Hälfte des Levels überhaupt nicht. Die ganzen Notenblöcke nutze ich gerade überhaupt nicht. Und das macht mir sehr viel Sorge. Das könnte nämlich bedeuten, dass ich hier wirklich fliegend durch muss. Ich will hier nicht fliegend... Oh mein Gott. Ich will hier nicht fliegend durch. Das ist nicht gut, dass ich da sterbe. Das ist nicht gut. Was ist das? Okay, was ich tun kann, ich kann mich ducken und dann... Ach nein, es reicht nicht. Willst du mich veralbern? Okay, ich kann allerdings auch... Nein, hör auf. Ich kann allerdings auch hier nochmal einen Zwischenhalt machen. Auf diesem Notending. Und dann... Okay, ich komm durch. Und das Ding ist auch, man kann oben in der Lava so ein bisschen rumschwimmen, wie man gerade gesehen hat. Das kann ich auch ausnutzen. Potenziell. So. Was ist das jetzt? Ich habe was gesehen. Jetzt... Oh nein. Was? Wie? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgend so ein Auto-Level. Weil das kann niemals... Ne, dass ich hier dann irgendwie... Oder kann ich das auch so... Dass das funktioniert, kann ich mir nur vorstellen, wenn er da automatisch durchzieht. Okay, ich... Ah, ich hab ne... Ich könnte was probieren. Ah,
Ich glaube, da kann ich mich nicht durchdrücken. Aber wenn, dann hier. Ah, nee. 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 Okay, wir hoffen jetzt mal auf Auto-Level, sonst habe ich keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Aber heißt es dann, ich drücke einfach nichts? Nein. Scheiße. Okay, ich drücke mal nach da. Das ist auch nicht gut. Holy shit, das ist ein Auto-Level. Alter, der macht alles automatisch. Ich drücke nur die Renntaste und nach links. Mehr drücke ich nicht. Und der macht alles automatisch. Oh mein Gott, bin ich. Oh Gott, das wäre es. Boah, wenn ich. Das könnte man gar nicht, glaube ich. Das könnte man, glaube ich, gar nicht steuern. Boah, ist das sick. Yo. Ja, den Teil hätten wir auch wieder nicht geschafft. Den Teil hätten wir auch wieder nicht geschafft. Noch eine Nachricht im Schulmanager. Ah, stimmt, ich muss haben hier. Oh, no. Ich habe nicht nachgeguckt gerade eben. Ich bekomme auch gerade täglich, weil ich mich ja beim Stellengesuch. LOL! Weil ich mich beim Stellengesuch für Realschulstellen eingetragen habe, bekomme ich täglich Anrufe von anderen Realschulen für Aushilfe und so weiter. Dabei bin ich ja parallel am Überlegen, wenn ich keine Planstelle bekomme, dann würde ich fast überlegen, hier ein Jahr lang einfach mich mal selbstständig zu machen. Was aber auch wieder nicht so einfach ist. Ich stelle da gerade fest, dass man da enorm viel beachten muss. Und das wäre aber eigentlich gerade der Grund, weshalb ich das Experiment mal machen würde. Hier ist einfach mal der rote Switch, okay. Das heißt aber, der Weg ist hier dann auch schon zu Ende. Jetzt hoffe ich aber fast, dass der Switch nicht auch... Ist das Multiperson wieder? Nein, es ist nur einer. Das heißt, der kann nicht so groß. Das heißt natürlich nichts, aber... Das ist Six Corby jedenfalls. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dass ich Nachhilfe gebe. Wenn es keine Pla... Okay, so kurz ist er aber garantiert auch nicht. Ja. Das war klar. So kurz ist er dann auch nicht, ne? So nicht. Also, toll. So nicht. Krieg ich den irgendwie wieder da? Nee. Da muss ich wahrscheinlich schon bis ans Ende spielen. Na gut, das ist dann halt ein normales Level. Das ist einfach nur eine optische Täuschung, dass der schon hier ist. Und es sind halt dann einfach Level-Abschnitte. Was mache ich denn? Kann auch großen Sprung machen hier. Zack. Na, das muss doch gehen. Ja, danke, sag ich ja. Okay, jetzt wird es schon kritischer. So. Okay, es wäre am besten, den gar nicht auszulösen. Dazu gönne ich mir mal schnell wieder die Feder. Und dann ziehe ich bis zu dem letzten... Na gut, jetzt habe ich ihn ausgelöst. Jetzt ist auch egal. Ich wollte gerade sagen, dann ziehe ich bis zu dem letzten einfach hin. Drück einmal den Quatsch hier. Ich habe den noch wieder... Ich habe den nochmal gedrückt. Was mache ich denn für einen Quatsch? Ich habe ihn schon wieder nochmal gedrückt. So, jetzt aber. Und tschüss. Hui. Aber auch er verhindert nicht, dass man mit Feder hier rein kann. Dann ist es halt so. Na, dann stört es die auch nicht, wenn man hier eine Feder hat. Okay. Es sind aber auch so einzeln betrachtet relativ einfache Challenges. Moment, ich zeige euch jetzt, dass diese Challenge einfach ist und ich mich hier nur dumm angestellt habe. So. Mann. Also wenn man die Feder hat halt, ne? Ja, jetzt ist alles vorbei. Wait, jetzt kriege ich sogar eine Feder. Jetzt muss ich eine Feder haben. Okay, aber wenn ich jetzt eine Feder haben muss, dann wird es wahrscheinlich wieder schwieriger. Ich würde mich trotzdem gerne nicht drehend hier... Okay. Schade, er hat es verhindert. Ich muss drehend hier durch.
Damit ist meine Bewegungsfähigkeit jetzt halt enorm eingeschränkt. Was klar ist. Ja, das ist jetzt sowas hier. Zack, 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 zack. Da jetzt muss ich die aber auch immer wieder behalten. Okay. Ah, okay. Das ist jetzt easy. Hui. Plopp. Und das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Hui. Das ist die falsche Seite, weil dann wird es jetzt gleich... Ja, an der Stelle da wehtun. Ich muss es auf der Seite machen. Hui. Plopp. Wir kriegen ihn einfach noch nicht. Moment, wie nehme ich denn hier Anlauf? Kann ich... Oh mein Gott. Verstanden. Ich muss jetzt auf den Plattformen Anlauf nehmen. Das macht's aber nicht sehr angenehm. Oh je. Oh nein, es hat nicht gereicht. Es hat wieder nicht gereicht. Bishawk würde mir jetzt wahrscheinlich anzeigen, wie hoch mein Pi-Meter ist. Dass ich weiß, wann ich fliegen kann. Jetzt aber! Nice! Rums! Wofür war die Plattform jetzt da? Geht es jetzt überhaupt? Das muss doch noch gehen. Ja, easy. Okay, hier verliere ich jetzt meine Feder. Hier verliere ich jetzt alles. Aber jetzt muss ich klein weiter. Jetzt bin ich gezwungen. Aber jetzt ist es geschafft, oder wie? Ja, gut. Dann will ich aber einen Jump machen am Schluss. Nein. Geht es überhaupt in dem... Ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall überhaupt geht, einen Jump hier zu machen. Scheint nicht so. Doch! Es geht, ein Jump zu machen. Nice. Did it actually get pressed? It still looks like the same. We won't find out until we got back. Go back. Ja, natürlich wurde er gedrückt. Plop. Okay. So. Dann sind wir jetzt aber tatsächlich an dem Punkt, wo es entweder hier noch ein Level gibt. Das führt aber wahrscheinlich auch nur da hoch. Wir haben die Star Road noch. Wir haben Bowser's Castle natürlich noch. Und hier dieses Wasserlevel-Ding. Was mache ich denn jetzt als erstes? Oh Gott. Wait. Stopp. Wir haben in Big Sports noch gar nicht den Secret Exit, weil da der rote Switch gefehlt hat. Jetzt ist der rote Switch da. Wir haben doch noch einen alternativen Weg. Ah, jetzt muss ich das ganze, den ganzen Kram nochmal spielen. Wait, das ist jetzt aber anders. Dadurch, dass der Switch jetzt gedrückt ist, ist es komplett anders, das Level. Oha. Aua. Oh, es ist jetzt schwieriger geworden. Jo. Einfach du... Nein! Du... Jetzt hat's nicht funktioniert. Gerade wäre ich auf dem Basketball gelandet und dann beim zweiten Mal nicht. Frech. So. Warum ist mein Midway Point weg? Warum ist dieser Midway Point auch weg? Das ist ja doppelt frech. Jetzt geht's aber hier rein. So. Ab hier ein neuer Abschnitt. Da 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 di. Bidi di 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 di. Last Resort. Ach Mensch. Di 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 di.
This is my last resort. Nice. Sehr nicer Port. Tschüssi. Hui. Alter, Alter! Tschüssi! Nein! Bin so gut durchgekommen. I'm proud of you. Okay. Das will ich noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen bald. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Das wäre jetzt auch zu ungünstig. Das wäre jetzt auch zu bald. Das, die will ich noch nicht haben. Oh mein Gott. Schnell durch. Nein. Nicht so. Okay, dann warte ich halt, bis er sein... Oh, nee. Jetzt. Weg. Nein. Gar nicht erst... Okay, dann warte ich hier unten. Das kann ich... Jetzt springt er zurück. Nein. Will das nicht. Will das nicht. Will kein Orb. Lass mich in Ruhe. Okay, tschüss. Oh mein Gott. Das will ich. Eieiei, was ein Ende. So, da gibt's nochmal Basketbälle hier ins Gesicht. Plopp. Plopp. Okay. Damit haben wir doch nochmal einen neuen Weg eröffnet. Und zwar in diese Röhre. Die führt hierhin. Okay. Und das ist auch wieder ein Secret Exit Level. Collection of Scrapped Puzzles. Von Lazy. Whenever a sprite is touching one of those orange star blocks, you must be standing on the ground. Double grab is not required in the first puzzle. Ach, wenn ich jetzt springe, bin ich tot. Ah, verstanden. Solange der das... Okay, solange der das drückt, kann ich nicht springen. Ach, ich darf gar nicht in die Luft. Und das ist Get to France, oder wie das Lied heißt, ne? Get to France. Irgendwie so heißt das Lied. Oh, das ist ein großartiger Port. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Nee. Doch. Ich habe es verstanden. Ich muss mich umbringen. Will ich einfach ein Reset? Ah, ich kriege kein Reset. Ich muss neu rein, okay. Mir gefällt nicht, dass das einen Secret Exit hat. Das heißt, ich muss die ganzen Räume doppelt spielen. Das war nicht, was ich wollte. Vielleicht kriege ich das trotzdem irgendwie hin, dass der wieder runterfällt, der Schlüssel? Nein. RIP. Ach, dann können wir das Lied länger hören. Das Lied ist super gut. Auch wenn er nicht gefordert ist, ich kann ihn ja einfach machen. So, was soll's. Das ist viel einfacher als wahrscheinlich die richtige Lösung. So, jetzt mache ich nämlich so und dann schmeiße ich den da dagegen. Und dann kann ich nämlich einfach darüber laufen. So, und jetzt kann ich alles wieder machen. Easy. Das heißt... Das ist ein Don't-Jump-Level im Prinzip. Das wird ein Don't-Jump-Level-Abschnitt. Gedingse. Aber wie gesagt, mir gefällt nicht, dass ich das alles dann doppelt und dreifach machen muss. Ah, ich verstehe. Jetzt muss ich mich klein machen. Das heißt, ich muss jetzt dafür sorgen, dass da hinten eine Coin draus wird, was ich schon gar nicht mehr kann. Das heißt, ich bin... da zeitlich ein bisschen angebunden. Das hat mich
nicht funktioniert. Oder kriege ich irgendwie noch durch die Feuerkugel? Weil daraus muss eine Münze werden und dann werde ich getroffen. Ich krieg die dann nicht durch, ne? Nee. Nee, keine Chance, okay. Ach, das ist doch... Andererseits ist es ja eh nur eine Münze. Was mache ich denn rum? Es ist ja nur eine Münze, die berührt ja nur jetzt kurz und jetzt kann ich ja wieder hier hin. Oh nein! Ach so! Ich bin dumm. Ja, jetzt passt die Geschichte. Okay. So, jetzt darf ich schon wieder nicht springen. Muss den nehmen und da runterpfeffern. Aber ich darf nicht durch die Türen gehen. Okay, die Frage ist also, wie kann ich den jetzt da hochschmeißen? Wo ist denn so eine Tür nicht begehbar? Genau in der Lücke? Wo kann ich nach oben drücken? Oder kann ich? Warte mal. Wenn ich mich ducke, kann ich es dann hochschmeißen. Nee. So, super. Nee, ich kann es nicht hoch... Nee. Aber wenn ich springe... Ist ja... Also ich muss ja groß bleiben, dass ich dann einen Drehsprung machen kann. Na, so geht's ja nicht. Das geht auch nicht. Ach, ich wollte gar nicht springen. Oh, ich bin der... Ich muss irgendwo eine Stelle finden, wo ich nach oben drücken kann, aber das kann ich nirgends. Also muss ich eine andere Möglichkeit finden, den hochzuschmeißen. Ja, so wahrscheinlich. Die erste Idee war ducken, aber das hat nicht funktioniert. Was ist, wenn ich mich in dem Moment drehe? Irgendwie so. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Ich meine aber, ich kann aus dem Ducken nach oben werfen, aber irgendwie kann ich's. Naja, das hat nicht funktioniert. Ja, das war jetzt blöd. Nee. Kann man vielleicht im Laufen so schnell? Sobald ich hochdrücke, gehe ich durch die Türen. Ich habe keine Stelle, wo ich hochwerfen kann. Ja, das war halt nicht hoch. Ich kenne es nicht. Oh, wait. Nee. Ich drücke gerade die ganze Zeit Select-Taste, weil ich dachte, vielleicht kriege ich den aus dem Dings da raus, aber kriege ich nicht. Ich muss nach oben drücken, während ich durch die Tür gehe. Dadurch gucke ich schon nach oben und drücke nicht nochmal nach oben. Ja, seht ihr das? Ich gucke jetzt dauerhaft nach oben und dann löst es nicht die Tür aus. Oh, lol. Oh, shit. Aber jetzt muss ich klein werden wieder.
Muss ich den... Ja. Okay, verstanden. Okay, also bisher kann ich das alles relativ schnell wieder reproduzieren für den Secret Exit, aber wir sind halt noch lange nicht durch. Das war garantiert, was ich wollte. Was ist denn jetzt hier alles kaputt? Okay, ich kann nicht mehr zurück. Ah, stopp! Das ist ja ein Drehdings. Was ist da drin? Okay. Ach so! Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass der hier gedrückt wird. So. Und jetzt ist die Röhre da unten. Ah, und jetzt muss die Shell... Ja, verstehe. So, und jetzt geht die Shell nicht kaputt. Jetzt kann ich die Shell hier hinlegen. Jetzt kann ich mich hier durchdrücken. Und jetzt kann ich den hier auch... Mache ich die jetzt immer kaputt oder kann ich das auch irgendwie verhindern? Dafür ist der Cooper da. Ich muss wieder klein werden. Oh, wobei, wenn ich so schieße... Nee, wenn ich springe, mache ich es nicht. Okay. Okay, dafür ist der Cooper da. Ich muss klein werden. Wait, aber dann kann ich nicht hier durch... Das ist jetzt ja blöd. Ich bin dumm. Mir fallen halt jetzt Ideen ein, aber die sind mehr so, weil ich halt Glitch-Puzzle-Hacks gespielt habe. Ups. Aber es würde funktionieren. Soll ich es machen? Ja, soll es. Das war nicht, was ich wollte. Aber funktioniert das jetzt? Das Ding ist halt, der geht immer kaputt so. Ich wollte ihn aber auch eigentlich nicht so unterpfeffern. Ich wollte den eigentlich... Kann ich scrollen? Nein, schade. Das wäre auch noch eine Idee gewesen. Wait! Ich kann das hier machen. Aber dann kriege ich den nicht mehr zurück. Ich dachte halt, ich mache aus ihm einen Cooper und dann läuft er da unten entlang. So, und dann habe ich Zeit. Dafür muss ich ihn aber erst darunter befördern. Und da der rot ist, befördert er sich nicht von selbst darunter. Was blöd ist. Aber kriegen wir hin. Jung! Jetzt ist halt der Platz hier noch ein bisschen ungünstig. Jetzt passt es. Jetzt kann ich da runterschmeißen. Das war nicht, was ich wollte. Wieso geht er jetzt dahin? Geht er in die Richtung? Ach so, aber jetzt geht's ja trotzdem. Ich kann jetzt nicht herunter. Ja. So, hier, friss das. Und dann lass mich in Ruhe. Okay, kann ich jetzt noch irgendwie verhindern, dass er getroffen wird von der Feuerkugel?
Ah, natürlich. Jetzt habe ich es wirklich verstanden. Er läuft hier unten lang und er schirmt den Treffer ab. Das hat gedauert. Was? Die Tür hat einen Hinweis. 1, 2, 3 bis 7. Das ist 1 Uhr? Ich meine, das hier wäre 3 Uhr. Das da dazwischen wäre 2. Das muss 1 Uhr sein. Will der als 1 Uhr, also 1? Ja. Das hat irgendwie nicht ausgelöst, was ich wollte. Ich würde aber wegen Secret Exit will ich gucken. Okay, da ist nichts Secret Exit technisches. Wait, was habe ich gedrückt? Ach, das ist ein P-Switch. Ah, ich muss die Anweisungen folgen. Also hoch, links, runter, rechts. Hoch, links. Ah, das ist 6. Okay. Okay, ich muss wieder kontrollieren. Wait, das ist der Secret Exit. Hä, wo ist denn dann ein anderer Exit in diesem Level? Ich meine, das Level ist rot. Exit 2. Ah, warte, hier am Anfang gleich. Ach, geh weg. Hier war doch da drüben eine andere Tür. Ja, ja, natürlich. Ganz vergessen, dass da noch eine Tür war. Lel. Ah, das war schlecht. Aber das ist das, was ich tun will. Reicht das? Ach, Mist. Aber ihr seht, was ich tun will. Nein. Naja, das liegt nicht richtig. Das liegt auch nicht gut. Das liegt gut. Perfekt. Jetzt gehe ich hier rüber. Jetzt lasse ich mich auf den Schlüssel fallen. Ohne ihn zu nehmen. Und dann kann ich da durchlaufen. Könnt ihr ihn sogar nochmal mitnehmen, glaube ich. Ja. Ja. Durch die Tür nehme ich ihn mit am besten. Genau. Okay, da ist mein Ziel. Okay, es ist dieser eine Raum. Da ist eine Tür. Ich muss mit Yoshi durch die Tür und dann springen. Okay. Ziel verstanden, aber wie komme ich auf Yoshi an der Stelle? Aber hier sterbe ich sofort. Wie kann ich mich in der Situation auf Yoshi setzen? Kann ich das nutzen, den Rückstoß, um auf Yoshi zu landen? Niemals. Nee. Niemals landen, reicht das, um auf Yoshi zu landen. Hä, wie komme ich hier auf Yoshi? Jo, alles klar.
Was war das denn jetzt? Wenn ich jetzt einen ganz kleinen Sprung mache, das müsste doch gehen, oder? Nein. Wobei, das ist 2 hoch. Geht das? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde immer auf das Ding draufspringen. Er schied. Okay. Also Reset. Speichere die mal hier. Dann sind die trotzdem kaputt alle. Wie hilft mir das, auf Yoshi zu kommen? Ha? Okay. Will der mir irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Wofür ist dieser Block hier gut? Wofür ist der Block gut, der da langsam hochfährt nachher? Wofür habe ich das alles? Das hilft mir ja nicht, an Yoshi zu kommen. Ich hab's vorhin die ganze Zeit gesagt. Ich könnte da drauf, wenn ich den Rückstoß von der Shell nutze. Ich hab's gesagt. Aber da waren die Manche im Weg. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh mein Gott. Ich hab's am Anfang gesagt. Und jetzt, wo die Manche weg waren, denke ich nicht mehr dran. Manchmal möchte ich mich einfach nur schlagen. Okay. Damit sind wir jetzt hier angekommen. Das haben wir alles schon gemacht. Dann hatten wir jetzt hier noch ein Level. Level of Really Cool Bird von Electric Angel. Und das führt wahrscheinlich darüber zur Röhre oder da hoch. Ich weiß es nicht. Aber viel scheint hier auch nicht mehr zu fehlen. Okay, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen und tschüss.